Wie kam es zu dem Video mit dem Ketzer der Neuzeit? Einer fragt, hast du die Sache mit dem Treppenhaus abgehakt oder beschäftigt dich das immer noch? Fühl ich, feier ich, hat mich gerade auch ein bisschen geprägt, Bruder, wenn ich ganz ehrlich bin. Keine Lust auf Training, was tun? Fragezeichen. Einfach gehen. Ich bin der HS im Club. Bestell mir noch ein Glas, ja, sie wackelt mit dem Arsch und sie drückt mich ans Fenster. So, Dalle, jetzt sehe ich auch den Chat. Was geht ab, was geht ab, was geht ab, was geht ab? Alles gut bei euch? Erstmal Stößchen auf euren Nacken. Mother's Coffee it out, man. Einen schönen Tee habe ich mir hier vorbereitet. Grüße aus Fehnheim, Digga. Grüße geht zurück, Alter. Geil. Fenne. Da war ich früher sehr viel unterwegs, Bro. Rhein-Neckar-Zentrum Zeiten, Kinopolis abgehangen immer und so. Geile Sache auf jeden Fall. Gib mir die Booty-Vibes, man. Booty like mountains, Bro. Ja, Digga. I have a question, Bro. So which body part of a girl is the most sexy? For me? For you. For me, it's like if I see if the woman have a big ass, you know, very big ass like a mountain, you know. Das war bei Charles, ne? Das war bei Charles, Bro. Ich weiß noch. Like a mountain. Grüße aus der Schweiz, dir, was geht ab, Bruder? Schöne Grüße, geht zurück in die Schweiz. Ich friere mir die ganze Zeit meine Eier ab, ne? Sag ich euch, wie es ist. Jeder Stepper raus ist auf jeden Fall eine Überwindung. Mittlerweile. Grüße aus Koblenz, Digi, Saarbrücken. Ganz Deutschland ist am Start hier. Schweizer, Österreicher sind auch mit dabei. Fühl ich, feier ich. Hat mich gerade auch ein bisschen geprägt, Bruder, wenn ich ganz ehrlich bin. Wie kam es zu dem Video mit dem Ketzer der Neuzeit? Haben wir ja in dem Interview eigentlich erklärt, Bro. Kannst du dir gerne nochmal reinziehen. Wir kennen uns schon länger. Ich glaube jetzt schon anderthalb Jahre. Nein, noch länger. Ich habe den damals getroffen auf einer Demonstration in Berlin gegen die Corona-Maßnahmen. Da habe ich ihn mit seiner Mom getroffen und auch in dem Straßenvideo, was ich da gemacht habe, mit eingebaut. Da hat er so ein bisschen seine Meinung zu abgegeben. Und danach hat er mir eine E-Mail geschrieben und hat gesagt, dass er gerne irgendwie für mich arbeiten würde, Videos schneiden etc. Da hat er noch gar kein YouTube gemacht, weißt du. Da haben wir uns getroffen, haben wir ein bisschen geredet und dann bin ich halt aus Berlin wieder weggezogen und dann ist es leider nicht zustande gekommen. Aber wir waren immer noch regelmäßig in Kontakt und dann war ich in Mexiko, der war dann irgendwann in Costa Rica, dann wollten wir uns da eigentlich schon treffen und was zusammen machen so. Hat dann leider nicht funktioniert und so hat sich das dann immer wieder verlaufen, ein Jahr lang oder so, bis wir das dann endlich geschafft haben, vor ein paar Wochen in Berlin endlich auch mal ein Video zusammen zu drehen. So. Ich mag den Leo, das ist echt ein guter Junge. Ich habe regelmäßig auch Kontakt mit ihm, wir quatschen, wir telefonieren. Updaten uns gegenseitig. Ist noch einer von wenigen auf YouTube, der so guten Content bringt, finde ich. Mittlerweile finde ich deutschen Content echt schwer. So, gibt wenige Leute, die wirklich relevanten Content bringen, der einem auch irgendwie, keine Ahnung, der auch was bringt. So. Und deswegen feiere ich den, weil der auch einfach drauf geschissen hat und einfach das, die Sachen auf die Straße gebracht hat, so, die halt die meisten Leute interessieren, aber die meisten Leute sich nicht trauen, darüber zu reden. Und das finde ich halt cool. Ich mag so eine Menschen, die einfach, ja, ein bisschen noch sich trauen, gewisse Dinge anzusprechen. So. Der John sagt, Bro, die Zeit, wo du in Mexiko warst, war auf jeden Fall richtig stark. Die Videos, die da kamen, zu krass, Bro. Ja, Digga, war auf jeden Fall eine sehr prägende, geile Zeit, die ich da in Mexiko erlebt habe. So. Hat Spaß gemacht. So, was haben wir hier noch? Einer fragt, hast du die Sache mit dem Treppenhaus abgehakt oder beschäftigt dich das immer noch? Also ich bin auf jeden Fall, ab und zu, natürlich beschäftigt einen das noch, um ehrlich zu sein, denkt man manchmal daran, wenn man auch merkt, so dass man halt teilweise hier in Deutschland dann wieder an seine Grenzen stößt, wenn es darum geht, irgendwie neue, coole Dinge zu machen so und dann merkt so, okay, Leute wollen immer noch nicht mit einem arbeiten, weil die halt irgendwie Angst haben und irgendwie denken, okay, mit dem kann man jetzt nicht mehr arbeiten, weil der wurde krass gecancelt und so. Dann denkt man schon ab und zu noch dran, aber es ist nicht mehr so. Ich habe es halt lange Zeit lang persönlich genommen, weißt du. Ich habe lange Zeit lang mich selbst dann auch so, ja, ein bisschen damit definiert so und mich selbst dann irgendwie so ein bisschen bemitleidet und so ein Scheiß. Weißt du, was ich meine so? Und da muss ich sagen, da bin ich auf jeden Fall schon drüber hinweg. Das hat mir einfach gezeigt so, wie das alles funktioniert. Ich wurde ein bisschen wachgerüttelt einfach, wie die Öffentlichkeit funktioniert, wie die Szene funktioniert. Und ich habe das einfach im Bewusstsein jetzt mittlerweile drin, aber es beschäftigt mich nicht mehr insofern, dass ich jetzt irgendwie,
keine Ahnung, deswegen traurig bin oder depressiv bin oder irgendwie mir da jetzt stundenlang Gedanken drüber mache und denke, scheiße und so. Alles cool. Keine Lust auf Training, was tun? Fragezeichen. Einfach gehen. Digga, was denkst du, auf wie viele Sachen ich am Tag manchmal keinen Bock habe, so, weißt du, was ich meine? Aber genau, oh shit, Alter. Aber genau das sind die Sachen, die meistens wichtig sind, so, weißt du? Die Sachen, auf die du keinen Bock hast. Und es kommt auch nicht immer darauf an, ob du Lust auf gewisse Sachen hast, sondern es kommt darauf an, ob du die Sachen machen musst oder nicht. Und wenn du dir selber sagst, ich muss trainieren gehen, dann gehst du trainieren, Bruder. Weißt du, was ich meine? Das ist Disziplin. Das ist Scheiß auf Motivation. Du brauchst Disziplin. Du musst dir das so aufbauen, dass du Dinge tust, auf die du keinen Bock hast und die trotzdem tust. Umso öfter du Dinge tust, auf die du keinen Bock hast, umso mehr bringst du dir bei, diszipliniert zu sein und die Dinge weiter durchzuziehen, so, weißt du? Deswegen, du brauchst ein gutes Warum. Warum mache ich die ganze Scheiße? Warum will ich jeden Tag ins Gym gehen? Warum möchte ich einen guten Körper haben? Wenn der Grund groß genug ist, dann gehst du auch, wenn du keine Motivation hast. Fährst du Motorrad? Fragt Tupakovic. Ich fahre gerne Motorrad, aber ich habe leider keinen Lappen. Ja, aber Motorradfahren ist geil. Ich bin damit aufgewachsen. Mein Onkel hat uns schon als kleine Pisse auf dem Motorrad mitgenommen. Wilde Sachen erlebt damals schon auf dem Motorrad. Ich weiß nicht, wie alt ich war. Ich glaube, ich war 10 oder so. Und da war ich das erste Mal dann auf der Autobahn mit meinem Onkel hinten auf dem Motorrad. Und ich habe den so festgehalten. Der hat einfach 250 Gas gegeben und meine Hände sind so langsam auseinandergerutscht. Ich weiß noch ganz genau diese Situation. Ich habe so eine heftige Paranoia gehabt. Crazy. Aber ist halt auch geil, dieser Adrenalinkick, weißt du?